So, ich bin jetzt mit dem Emergency-Fahrzeug hier im Wald abgeworfen worden, genau genommen vor dem Wald. Hallo und herzlich willkommen in dem Selbrigen. Und jetzt soll ich hier 24 Stunden überleben. Wir haben es jetzt 11. So viel zu meiner Prognose, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffe, wirklich morgens loszukommen. Ja, gut, 11 ist vormittags. Das ist schon gar nicht so schlecht. Das Dumme ist, dass der Waldkindergarten am Waldeingang leider schon aktiv war. Das heißt, es war völlig unmöglich für mich, ungesehen in den Wald zu kommen. Jetzt bin ich hier jetzt erstmal halbwegs safe. Unter anderem, dazu kommen wir dann nach und nach, habe ich jetzt die Mission, dass ich nicht von Zombies entdeckt werden soll, also Zombies meiden soll. Zombies sind vor allen Dingen Jogger, weil die sinnlos hin und her rennen und das schon mal etwas Suspektes. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass alle anderen Leute im Wald auch zur Zombie-Klientel zu zählen wären. Und ja, ich gebe zu, das ist ja gar nicht mal eine völlig unsinnige Survival-Aufgabe. Es könnte ja sein, das soll ja Spaß machen, deswegen spinnen wir alle ein bisschen rum, dass ich aus welchen Gründen auch immer mich eben verstecken muss und nach Möglichkeit nicht gesehen werden will. So, ja, also soweit erstmal im Wald angekommen. Ausrüstungstechnisch ist es Szenario 1 geworden, für diejenigen, die noch wissen, was das bedeutet. Das heißt, ich kann mir meinen Hut vollladen mit Zeug, habe ich auch getan, zeige ich gleich, was drin ist. Und einen Gegenstand mitnehmen. Und wie man vielleicht sieht, der eine Gegenstand ist ein Schlafsack geworden. Wenn es darum geht, was ist der nützlichste Gegenstand, wenn man überleben möchte im Winter, dann würde ich ganz klar immer, also bei uns in unseren Breiten, Schlafsack sagen. Weil in Schlafsack kann man nur ganz, 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 ganz schlecht improvisieren. Ja? Also du musst dir quasi eine Hütte bauen, eine niedrige Asthütte, da jede Menge Laub draufschmeißen, jede Menge Laub noch innen reinschmeißen und dich dann quasi in diesen riesigen Laubhaufen, der nach oben hin nach Möglichkeit sogar noch wasserdicht sein sollte, reinkuscheln, damit genug Isolation da ist, dass einem einigermaßen warm wird. Das klingt noch machbar, solange das Laub schön trocken ist. Ist das Laub aber alles nass, wird die Sache extrem ungemütlich und auch nicht so richtig warm, weil das nasse Laub sehr wohl in der Lage ist, eben noch die Körperwärme entsprechend abzuleiten vom Körper. Das heißt, so richtig kuschelig wird das nicht. Also bei gutem Wetter klappt das, ja. Bei schlechtem Wetter klappt das wahrscheinlich auch noch irgendwie oder muss zumindest, aber wird massiv unangenehmer. Und da man nicht unbedingt Wasser abkochen muss im Winter, da sollte es eigentlich immer möglich sein, irgendwie anderweitig Wasser zu finden, das man trinken kann. Da man keine großen Essenssorgen, sowieso bei einem 24-Stunden-Szenario gar keine Essenssorgen eigentlich hat, auch wieder Schlafsack. Und Werkzeug, ja klar, ist nützlich. Langfristig gesehen mag ein Messer oder eine Axt oder irgendwie sowas vielleicht das Tool sein, mit dem man sich alles andere herstellen kann. Langfristig gesehen. Aber wir machen hier ja 24 Stunden. Und deswegen bin ich absolut davon überzeugt, ein Schlafsack ist da die beste Wahl. Aber wer mag, darf mir bitte gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn mitgenommen hättet, wenn ihr zusätzlich zu einem Hut voll Kleinkram noch einen weiteren Gegenstand mitnehmen hättet dürfen und wir uns im Winter befinden. Ja, leider ist es ein Winter mit verdammt schönem Wetter und leider ist es auch ein viel zu warmer Januar. Ich darf rechnen laut Wetterbericht mit 3 Grad nachts. Das war es dann aber auch. Ja, also ich kriege nicht mal Frost. Das ist ein bisschen schade. Etwas Frost hätte ich durchaus ganz gerne gehabt. Aber ist terminlich jetzt halt einfach so, dass ich das jetzt heute machen muss. Ich hätte es noch 2-3 Tage hin und her schieben können. Das macht aber keinen Unterschied vom Wetter her. Beziehungsweise terminlich passt es heute auch am besten. Und dann nehme ich jetzt halt das Wetter, wie es ist. Regnen wird es vermutlich auch nicht. Ein bisschen Niederschlag hätte ich auch noch ganz cool gefunden. Aber ein bisschen, ja. Ganz ehrlich, wenn es den ganzen Tag pisst, dann gehe ich auch nicht Survival Training machen. Nee, da bin ich nicht ganz alleine. Hängt natürlich auch mit der Kameratechnik zusammen, dass man dann vieles nicht so richtig filmen kann. Apropos Kameratechnik, dazu auch noch ein paar Worte. Ich werde überwiegend hier mit der Actioncam, die jetzt gerade auf dem Deppenzepter sich befindet, unterwegs sein, weil das gibt die besten Bilder beim Laufen. Ja, also mit nix kann ich mich so gut filmen.
wenn ich in Bewegung bin, wie mit der Action-Can auf dem Deppenzepter. So, ansonsten, ich befinde mich auf, werde mich befinden im Rahmen dieser Tour zwischen 180 und 400 Meter Höhe, sowas um den Dreh. Das ist also nicht wirklich hoch. Ja. Ich hatte auch noch überlegt, gehst du ganz hoch in den Wald. Das Dumme ist nur, oben unser hohes Mittelgebirge, oben im Schwarzwald, da wäre es natürlich noch kälter gewesen. Aber da sind die Möglichkeiten, was man da für Ressourcen finden kann, relativ langweilig und einseitig, weil außer Steine, Fichte, Moor gibt es da eigentlich nicht viel. Ja. Selten findet man noch ein paar andere Baumarten, aber ja, ist recht unspektakulär. Und eine Sache noch vorweg, ist das hier ein realistisches Survival-Training? Nö. Was ist ein realistisches 24-Stunden-Survival-Szenario in Deutschland? Naja, du hockst dich 24 Stunden wohin und wenn die rum sind, gehst du wieder nach Hause. Im Winter heißt das, wenn du einen Schlafsack dabei hast, du legst dich 24 Stunden wohin und wenn die rum sind, gehst du wieder nach Hause. Wenn das Wetter scheiße ist, dann suchst du eine Hütte oder irgendeine Bushaltestelle oder was auch immer, irgendeinen menschgemachten Unterschlupf, der auch im Wald irgendwo zu finden ist. Also so lange rumlaufen, bis man die erstbeste Hütte findet, da ausharren, bis die Zeit um ist, wieder nach Hause gehen, ist witzlos, ja, und macht auch keinen Spaß und da haben wir alle nichts von, aber das wäre realistisch. Oder halt, man hat irgendeine Notsituation, in der man im Wald gelandet ist. Was macht man? Ja, man geht wieder raus aus dem Wald zum nächsten Bahnhof und fährt nach Hause. Oder geht raus aus dem Wald. Allerschlimmstenfalls muss man irgendwo klingeln. Es ruft sich ein Taxi, hat vielleicht noch Geld dabei. Wenn nicht, dann muss man halt irgendwie gucken oder sonst wie und kommt zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel und geht dann nach Hause. Oder man ruft jemanden an, der einen abholt oder was auch immer. Ja, also auf sowas läuft es natürlich in der Realität hinaus. Dass man mal wirklich 24 Stunden draußen bleiben möchte, ist schon freiwillig. Da die Notwendigkeit kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, warum die zumindest, solange jetzt nicht die Zivilisation zusammengebrochen ist, irgendwelche marodierenden Horden, die es ja angeblich dann sofort geben soll, hier durch die Landschaft ziehen und so weiter. Also wenn sowas ist, okay, dann vielleicht. Wie realistisch das ist, muss jeder sich selber ausspenifeln. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, in nächster Zeit, ich glaube nicht. Ja, aber mag ja Leute geben, die da anderer Meinung sind. So, ja, also deswegen ist es natürlich spielerisch und es ist natürlich zum Teil unsinnig, aber es soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein und vor allen Dingen mir auch Spaß machen. Ich bin kein Fan von Survival ist ernst, da geht's ums Überleben, sondern bevorzuge den spielerischen, lustigen Ansatz, bei dem man aber trotzdem noch was lernen kann. Und sollte es mal tatsächlich ernst sein und ums Überleben gehen, dann hat man ja trotzdem die entsprechenden Fähigkeiten, die man sich spielerisch beigebracht hat, dann parat. Klar, für die Psyche wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn man das versucht, so dreckig und mies und blöd wie möglich durchzuziehen und das regelmäßig macht, damit man, wenn es dann mal dreckig und mies und blöd und eklig wird, man dann halt auch den Skill hat, beziehungsweise die mentale Voraussetzung, mit dieser Situation umzugehen. Das, also so gesehen, ne? Es ist übrigens verdammt viel los im Wald, überall Motorengeräusche zu hören. Ich werde also wirklich aufpassen müssen, dass mich die Zombies nicht kriegen. Ich bin dann später tiefer drin. Hier bin ich jetzt noch am Waldrand, gerade so ein bisschen was, paar Meter reingelatscht. Und ja, außerdem bauen sie da hinten an unserem Wasserwerk rum. Das werden wir aus der Ferne noch beobachten. Ich versuche mich aber dran vorbeizuschleichen, damit ich nicht aufgeklärt werde, wie es so schön heißt. Klamottentechnisch habe ich eine Weile überlegt, nimmst du lieber unauffällige Klamotten oder nimmst du lieber Signalfarbe? Da eine meiner Aufgaben ist, Sender ein Notsignal, habe ich mich für etwas Farblicheres entschieden. Ne? Andererseits, eine meiner Aufgaben ist, dass ich nicht entdeckt werden soll, also Kontakt zu Zombies meiden. Ich interpretiere das mal so, dass niemand näher als 100 Meter an mich rankommen soll oder sowas in der Richtung. Ja? Und das gilt, sobald ich hier loslaufe, weil ich hier jetzt auch noch arg am Waldrand bin und bisher haben mich auch schon ein paar Leute gesehen, die ich natürlich dann auch freundlich begrüße, weil gerade wenn man seltsam rumläuft mit so einem Teil auf dem Rücken, dann ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass man dann immer sehr, sehr freundlich auftritt, wenn man Leuten begegnet und nicht irgendwie den Eindruck erweckt, dass man irgendwelche schlimmen Dinge im Wald vorhätte. Ich bin ohnehin extrem unterbewaffnet im Vergleich zu meinen sonstigen Waldaufenthalten, also viel weniger gefährlich potenziell, als ich das sonst normalerweise bin. Ja, Klamotten. Ich habe meine übliche BW Moleskin Hose an. Ne?
Die ist schon ordentlich dreckig, die war schon ein paar Mal im Wald, gehört eigentlich in die Wäsche, also idealer Zustand für heute. Dann habe ich an meine üblichen Socken, habe mich für die schweren Trekkingstiefel entschieden, für den Fall, dass man doch irgendwie umknicken sollte oder sonst wie. Es ist natürlich ein angenehmeres, sage ich mal, flotteres, lockereres Vorkommen mit leichtereren Schuhen. In den Dingern ist ein Verletzungsrisiko für die Füße aber nahezu ausgeschlossen. Und das ist im Fall einer Survival-Situation meiner Meinung nach Priorität Nummer 1, nicht verletzt werden. Priorität Nummer 2, je nachdem, wie die Situation gerade ist, musst du gucken, mit was dich zuerst umbringt, und gegen das, was dich zuerst umbringt, musst du zuerst was unternehmen. So, im Winter, je nachdem, wie kalt er ist, kann das die Kälte sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist meistens der Faktor, der einen zuerst umbringt, dass man nichts zu trinken hat. Weil das kann schon innerhalb von 24 Stunden zu einem größeren Problem werden. Wenn es sehr heiß ist, dann sogar noch schneller. Das heißt, das wäre jetzt meine Priorität, dass ich mich irgendwann im Laufe des Tages darum kümmern muss, die Wasserversorgung soweit sicherzustellen. Ist jetzt natürlich kein größeres Problem, weil ich hier in meinem Wald unterwegs bin und die Ortskenntnis habe. Irgendwann mache ich das auch nochmal ohne Ortskenntnis. Ja, das machen wir dann auch mal. Nur ist dann halt kein Feuer drin. Das wäre dann ein Überleben ohne Feuer. Und heute hätte ich eigentlich schon Bock, dann irgendwann nochmal ein Feuer zu machen. Weil ich nur dann ein Feuer machen kann, wenn das Ganze reproduzierbar für jedermann sein soll. Und das ist mir wichtig bei solchen Trainings. Ist dann nur dann ein Feuer drin, wenn es auch irgendwo eine entsprechende Feuerstelle gibt. Ja, ja. Achso, Klamotten weiterhin. Blaue Jacke ist eine VD-Isolationsjacke. Das heißt, da ist nochmal so ein wattiertes Zeug drin, dass die relativ warm ist. Die hatte ich auch in Grönland dabei. Die ist relativ warm und sollte bei 4 Grad. Gut, wenn ich den ganzen Tag draußen bin, wird es irgendwann mal kühl. Aber bis 4 Grad sollte ich jetzt eigentlich warm genug angezogen sein. Für die momentane Situation bin ich viel zu warm angezogen. Darunter habe ich hier ein Merino Langarm-Shirt. Mit Kunstfaserpartien an den Stellen, wo gerne Reibung entsteht, weil Merino nicht besonders reibungsresistent ist und sich dann ganz gerne abreibt. Das ist ein billiges, das heißt, das ist nicht unbedingt aus nachhaltiger Wollproduktion. Im Nachhinein würde ich es nicht nochmal kaufen, eben wegen der Situation mit der Wollproduktion. Ich habe mich damals noch nicht so ganz damit ausgekannt, als ich das gekauft habe. So, und darunter ist noch, der Vollständigkeit halber, mein grünes Lyocell-Shirt. Das heißt, das ist aus anteilig, ich glaube, 40% Merino-Wolle und 60% Lyocell. Das ist eine künstlich hergestellte Faser aus Holz, also auch eigentlich ein Naturstoff, ne? Nur eben mit Hightech-Methoden hergestellt. Die komplette Klamottenschicht hat damit recht hohe Atmungsaktivität. Das heißt, auch wenn mir warm wird, wird die Feuchtigkeit gut nach außen abgegeben. Es wird mir warm werden, zumal ich ja jetzt noch zu warm angezogen bin. Und der Rucksack, vielleicht das auch nochmal zur Erläuterung, aber dann haben wir es bis auf den Hutinhalt wirklich alles geklärt. Der Rucksack ist dafür da, dass ich mein Kameraequipment, noch ein bisschen Reservezeugs, um Kameraequipment trocken zu halten. Ich habe auch ehrlich gesagt noch eine Flasche Wasser dabei, die ich nach Möglichkeit nicht verwenden möchte, aber nur für den Notfall. Und ein Erste-Hilfe-Paket ist natürlich auch noch drin, auch für den Notfall, dass wirklich was passieren sollte. Bei allem Spiel und Spaß und so weiter und so fort, kann man sich ja noch ein paar Backup-Sachen mitnehmen, für den Fall, dass was ist. Ja, werde ich wahrscheinlich alles nicht brauchen. Dann ist da drin noch mein Essen, das ich mir erst verdienen muss. Das heißt, ich darf das nur essen, wenn ich vorher genügend Aufgaben erledigt habe. Und was ist sonst noch drin? Ja, Kamera, eben auch noch die andere Kamera, noch ein Stativ und eben der große Schlafsack da. Da kommt man dann insgesamt schon auf wieder einen Haufen Krempel, der aber alles eben nicht zum Überleben dienen soll. Lediglich der Schlafsack, der Rucksack selbst und die Isomatte, die als Rückenversteifung dient, darf ich benutzen quasi. Also ich könnte mit dem leeren Rucksack irgendwo Laub sammeln beispielsweise. Also sowas wäre noch eine Option, was ich wahrscheinlich nicht tun werde, weil dann ist der wieder super dreckig. Der ist ohnehin nicht sauber, aber vielleicht will ich ihn nicht super dreckig machen, weil das mein ganz normaler Alltagsrucksack auch ist. Das ist ein BW-Feldrucksack klein oder Jägerrucksack oder wie auch immer man das Ding nennen möchte. Original, Gebrauch, gekauft. Hebt seit ewig, hat davor schon ewig gehalten, wird ewig heben. Ist meiner Meinung nach einer der besten Gegenstände, wenn man einen nachhaltigen Rucksack haben möchte. Ja, der ist vielleicht nicht nachhaltig produziert, aber allein dadurch, dass man den gebraucht kauft, hat man quasi null zusätzliche Produktion verursacht. Und wenn man dann noch 30 Jahre damit rumrennt, dann sowieso kein Thema mehr, ne? Fast so nachhaltig wie nackig.
Gut, dann jetzt aber wirklich zum Hutinhalt und dann gehe ich los, weil ich habe noch 5-6 Stündchen halbwegs Licht, dass ich was sehe. Und danach muss ich dann auf Lampe zurückgreifen und deswegen möchte ich diese 5-6 Stündchen dann schon noch ganz gut ausnutzen. Allgemeines Blabla in verschiedener Art kommt dann später noch am Lagerfeuer. Ach so, und das Szenario, das muss ich auch noch sagen, dass wir das jetzt ausgewählt wurde von euch, so demokratisch, besteht darin, dass ich jetzt zwar momentan etwas unterausgerüstet bin, aber später noch der Emergency Drop erfolgt. Das heißt, es kommt Frau I angefahren mit dem Emergency Rüebli, ihr Auto nennt sich Karotte, also auf Schweizerisch, also Rüebli, und schmeißt mir an dem Ort, wo ich das dann in Empfang nehmen kann, da ist auch die Feuerstelle, das ist also relativ einfach, noch zusätzliche 3 Gegenstände raus, die mir mein über die Nacht kommen erleichtern sollen. Ich hatte sie gebeten, irgendwas als Plane, als Dach, als Unterschlupf wäre schön. Sie meint, sie hat total kreative Ideen, was für ein Quatsch sie mir andreht. Also ich vermute, ein halbwegs nützlicher Gegenstand wird hoffentlich dabei sein. Und beim Rest bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber mal gucken. Ja, jetzt, was ist im Hut? Und ich werde das, was im Hut ist, dann auch rausnehmen und in die Hosentasche tun, weil es nervt ehrlich gesagt im Hut schon ein bisschen. Es geht zwar, man kann es im Hut transportieren. Ist aber nicht sonderlich bequem. So, das ist erstmal im Hut. Ich habe direkt innen drin hier eine Plastiktüte. Keine Ahnung, wie viel Liter die hat. 2, 2,5, irgendwie sowas. Wozu ist die? Ja, primär zum Wasser sammeln und Wasser transportieren. Dann habe ich hier mein einziges Werkzeug. Das ist ein Kreditkartenmesser, ein sogenanntes. Das passt auch wunderbar in verschiedene Geldbeutel. Hat es da auch schon häufiger drin. Ich besitze da auch einige von. In Einsatz seht, ist da noch früh genug. Aber das ist so mein einziges Messer, was ich jetzt dabei habe, weil nichts anderes ist meiner Meinung nach so gut bei so klein, bei der Möglichkeit, dass es eben in den Hut reinpasst. Ne? Klar, man hätte auch noch ein richtiges Taschenmesser nehmen können, aber das war jetzt eben das hier. So, dann habe ich Survival Emergency Streichholz Nummer 1. Blub. Bisschen Schnur. Das ist Dyneema, die ist zwar super dünn, aber super stabil. Reicht also für Abspannvorhaben von irgendwelchen Unterkünften vollkommen aus. Dann ein bisschen Alufolie, die ist dafür da, um mir ein Kochgefäß zusammen zu basteln. Weil Kochgefäß direkt aus der Natur improvisieren, sauschwierig, kommen wir noch dazu. Survival-Streichholz Nummer 2. Ja, ich habe gleich 2 mitgenommen, krass, ne? Noch ein kleines bisschen Angelschnur, auch für irgendwelche Abspann- oder ähnlichen Vorhaben. Anreißstreifen für die Streichhölzer. Und ich meine, das wäre es gewesen. Jupp, das war's. So, Hut wieder aufziehen. Moment, Hut richtig zumachen. Zack. Hut selber hat natürlich auch noch Paracord. Mit Hut selber hätte ich auch noch einen kleinen Firesteel dran. Da hängt auch hinten noch ein kaputter Kompass dran. Der ist nur reines Deko-Element. Und eine Signalpfeife. Letztere werde ich vielleicht eventuell noch einsetzen wollen, weil ich soll ja ein Notsignal senden. Ist mir noch nicht ganz klar, wie ich das am blödesten mache, aber ja, dazu könnte die Pfeife dann auch ganz hilfreich sein. Aber diese ganzen zusätzlichen Hutfunktionen, naja, also wenn alle Stricke reißen, dann mache ich halt mein Hutband auf, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen mit meiner sonstigen Schnur nicht hinkomme. Also das ist schon eine Option, aber ich hoffe, dass das geht, ohne das machen zu müssen. Weil es auch eine Mordsarbeit ist, bis man das aufgeknüpft hat. Das ist ja kein Schnellaufmach-Paracord, sondern wirklich nur zu optischen Zwecken und für wirklich Not-Not-Situationen da am Hut dran. Und ja, also Hutinhalt werde ich jetzt eben in die Hosentasche überführen. Viel ist es ja nicht, passt da also problemlos rein. Und dann geht's los und dann versuche ich auch mein Vorankommen so gut als möglich zu dokumentieren. So, los geht's. Nimmt sie auf? Ja, sie nimmt auf. Das muss ich immer überprüfen bei dem Ding. Ich bin hier jetzt gerade in einem relativ naturnahen Wald. Eiche, bisschen Buche. Theoretisch wäre es also ein Thema, hier
zunächst mal die Eiche als nutzbare Baumart zur Verfügung zu haben. Im Übrigen soll ich 5 Baumarten umarmen, um meinen fehlenden emotionalen, sonst vorhandenen Zustand auszugleichen, irgendwie sowas. Das heißt, ich fange hier mal an mit Buche. So, damit habe ich Buche umarmt. Baumart Nummer 1. Eiche. Ja, die sind alle zu dick. Ich brauche eine kleinere Eiche. Ich könnte hier noch eine Hainbuche umarmen. Muss ich weiter unten, Moment. Oh. Gut, Hainbuche umarmt. Weitere Bäume umarme ich später, das ist ja lächerlich. Aber das ist mit Abstand die einfachste Aufgabe, die ich habe. So, ja, ansonsten, was könnte ich hier jetzt finden? Also theoretisch auf jeden Fall schon mal Eicheln. Zu diesem Zweck natürlich ein wenig das Laub wegscharren. Vorsichtig. Eicheln sind schwerer als das Laub, liegen, wenn sie dann am Boden liegen, direkt auf dem Boden. Und Spoiler, hier sind fast keine. Ich habe da gerade eine gesehen, die war aber vergammelt, habe ich sofort erkannt. Ja, hohl, vergammelt, hohl. Also wir sind schon zu weit im Winter und die Eichelmast dieses Jahr, das wusste ich auch schon vorher, war zu gering, als dass ich da jetzt nennenswert irgendwas finden würde, was mir weiterhilft. Das heißt, das ist einfach in diesem Jahr keine Option. Es gibt Jahre, da kann man da sehr wohl was finden, auch was, was einem weiterhilft, auch bis in den Winter hinein. Aber dieses Jahr ist das keine Option. So, theoretisch könnte ich noch irgendwas mit Eichenrinde machen, die wäre aber höchstens als Heilmittel interessant. Bei Durchfall beispielsweise, dann von jüngeren Zweigen was nehmen. Kein Thema, weil ich bin ja nicht krank. Oh, hier hat es noch. Ne? Ups. Seht ihr, hier liegen jetzt noch relativ viele Eicheln rum. Die hier zum Beispiel, die könnte sogar noch, wenn man die aufschneidet, da ist auch der Wurm drin, aber man könnte geringe Anteile an noch essbarem Zeug finden. Also für Verzweifelte gäbe es jetzt hier speziell gerade an der Stelle schon noch ein paar Eicheln, wo man minimal noch was mit anfangen könnte, aber nicht viele und die sind auch wirklich nur noch die seltensten zu gebrauchen. Da muss man auch überlegen, ist es den Aufwand wert, die zu sammeln, wenn man dann bei jeder 10. Eichel überhaupt nur ein bisschen was Essbares drin findet. Dann muss man die ja ewig umständlich noch vorbereiten, aufbereiten, also vor allen Dingen wässern und rösten. Und ja, das artet dann in ganz schöne Arbeit aus. Das lohnt sich in meiner Situation jetzt also nicht. Gut, ich schleiche jetzt hier über die Wiese. Wiese ist auch immer interessant. Je nachdem, was da drauf wächst, kann man hier natürlich auch theoretisch im Winter was ausbuddeln, was einem weiterhilft. Das Dumme ist nur, dafür muss man entweder anhand der oberirdischen Pflanzenteile erkennen können, was das ist, ob das zum Beispiel eine Speicherwurzel hat oder nicht. Das ist aber nur dann interessant, wenn das halt eben auch was ist, was überhaupt oberirdische Pflanzenteile hat. Also zum Beispiel der liebe Bärlauch, der ja auch eine Knolle hat, eine Zwiebel unten, die essbar ist, die man auch im Winter ausbuddeln kann. Dafür musst du aber wissen, dass der liebe Bärlauch da ist. Und du musst dann das Resultat, was du da ausbuddelst, auch als Bärlauch identifizieren können. Und das ist schwierig. Und wenn man unbekannte Pflanzen isst, dann ist das grundsätzlich eben erstmal keine gute Idee. So, da hinten, ich glaube, man kann es erahnen, da steht auch ein Kran im Wald, sind sie eben am Wasserwerk alles Mögliche umbauen, alles Mögliche schöner, besser, toller, neuer machen. Und da mache ich jetzt einen großen Bogen drumherum. Im Übrigen, ich soll auch Tierspuren finden von 5 verschiedenen Tieren. Beziehungsweise 5 verschiedene Tierspuren von 5 verschiedenen Tieren wird schwierig. Das wird echt eine Challenge. Ich versuch's einfach mal, ne? Und ansonsten 5 verschiedene Tierspuren finden und bestimmen. Hier stehe ich in Wildschwein. Ja? Also die haben hier schlicht und ergreifend nach was Essbarem gesucht. Hier ist ein bisschen aufgewühlt. Das können die noch viel krasser. Aber so ein bisschen stehe ich hier drin
Und ja, ganz klar Wildschwein, dass das am Waldrand auf so einer Wiese zu finden ist, ist quasi ganz normal und total typisch. Das findet man bei fast jeder Wiese, die irgendwie mitten im Wald liegt, am Waldrand. Weil da im Wald können sie sich verstecken, dann kommen sie kurz raus, wühlen hier die Wiese um, verschwinden wieder drin. Da drüben haben wir noch schöner zu sehen, noch deutlichere entsprechende Wildschweinspuren. Hier, das ist so der Archetyp, wenn sie dann wirklich komplett die Grasnarbe abziehen und blanke Erde sozusagen nur noch übrig lassen. Ich habe mal gesehen, in Parks geht man dann teilweise hin, aber da kenne ich mich nicht aus, Parks sind nicht mein Metier, und versucht die Grasnarbe da wieder hinzulegen und wieder festzudrücken, damit das Loch sozusagen wieder zu ist, was die Schweine hinterlassen haben. Ja, schweres Gerät im Einsatz da drüben. Puh, krass. Und da drüben haben sie auch, was ist das denn? Das überrascht mich jetzt gerade ein wenig. Guckt mal. Da drüben ist irgendein größeres was auch immer. Ja, da gehe ich mal hin. Vielleicht finde ich da ja irgendwas Interessantes. Also wenn da jetzt eine riesen Plastikplane ist, mit der irgendwas zugedeckt ist, das wäre jetzt zu einfach, dass ich jetzt hingehe und mir da ein Stück rausschneide und dann quasi ein riesen Kochgefäß oder einen riesen Wassertransportbeutel oder sonst was habe. Weil Problem für viele Sachen ist es am einfachsten, wenn man irgendwelchen Zivilisationsmüll verwendet, um sich da was zu improvisieren. Aber mein Wald hier ist erstaunlich müllfrei. Das heißt, die Chancen, dass ich hier Zivilisationsmüll finde, um damit was weiß ich was anzustellen, sind gar nicht mal so gut. Deswegen gehe ich eigentlich davon nicht aus, dass ich da was finden würde. Und ganz ehrlich, hier jetzt da irgendwas auseinandernehmen, mag ich auch nicht. Außerdem wäre das nicht so ganz legal. Und Vorgabe ist ja, soll alles legal sein. Ja, aber da hinten gäbe es theoretisch Plane noch und nöcher. Sogar genügend Plane, um sich daraus einen Unterschlupf zu bauen. Trotzdem, das halte ich jetzt für nicht so ganz okay, wenn ich mir da jetzt was wegschnibbel. Deswegen lassen wir das sein. Aber normalerweise, wenn es jetzt auf Legalität nicht ankäme, wäre das schon mal ganz cool. So, also nehmen wir an, die Menschheit ist plötzlich weg und hat ihre Plane da noch liegen lassen. Auch eine Option, wenn man an Plane rankommen möchte, im Wald, ne, bei uns im deutschen Wald, und das ist halt realistisch, nur weil die Zivilisation ausgestorben ist, geht ja nicht vorher noch jeder in den Wald und sammelt jedes bisschen Plane, was er da hat liegen lassen, wieder ein. Ja, das ist also trotzdem noch verfügbar. Sind also grundsätzlich sowas da, ne? So Holzstöße, da kann man bei fast jedem, bin ich fit, muss ich auch nicht sein, ich muss nur vorsichtig mich bewegen, langsam, energieschonend, fit sein wäre natürlich hilfreich, aber zur Not geht es auch ohne, jedenfalls, da könnte man sich also auch wunderbar die Plane eben wegnehmen und sich damit ein wunderbares Lager bauen. Das sind alles so Optionen. Realistisch kann man das nutzen. Für Trainingszwecke macht man es natürlich nicht. Erstens, weil das wäre Diebstahl. Und zweitens, weil wäre zu einfach. Ne? Oh, toll. Achso, Baumarten umarmen. Douglas hier. Yay! Okay, das war Douglas hier. Baumart Nummer 3 umarmt. Woran erkennt man Douglas hier? Vom Stamm her, warum weiß ich jetzt, dass das eine Douglas hier ist? Hier diese Risse drin. Die sind so ein bisschen so Dehnungsrisse. Douglas hier wächst so schnell, dass die Borke tiefe Dehnungsrisse bekommt. Aufgrund des enormen Wachstums von dem Ding. Und das ist sehr charakteristisch, wenn man das 17 Mal gesehen hat. Oder auch 790 Mal, dann hat man es irgendwann begriffen, dass sowas nur eine Douglasie sein kann. Gut, Thema Douglasie, da ich jetzt gerade hier bin.
Ich soll mir unter anderem auch noch ein Heißgetränk mit Geschmack zubereiten. Ja, hier hätte ich schon mal Geschmack. Nehmen wir mit. Dann muss ich mir im Zweifelsfall nachher nicht noch was suchen. Douglasiennadeltee ist mir persönlich der liebste. Man muss da ordentlich viele von reinklotschen, klotschen ins Wasser, damit das dann wirklich auch noch was schmeckt. Aber ja, also ich finde ihn geschmacklich am angenehmsten. Tannennadeltee auch noch mal ganz fein. Den ollen Fichtennadeltee, den finde ich langweilig. Also mit dem kann ich persönlich nichts anfangen. So. Orientierung, ich soll mir noch eine improvisierte Karte aufmalen. Ich habe mir das nur zu lösen gewusst, damit man das hinterher dann auch sehen kann. Klar könnte ich das irgendwo in den Sand kritzeln mit einem Stöckchen. Aber das hier habe ich dann für zu improvisiert gehalten und habe sowieso ja mein Quest-Log dabei. Bin kleiner Rollenspiel-Nerd, ne? Also eins meiner zahlreichen Hobbys. Und deswegen gibt es da hin und wieder so kleine Begrifflichkeiten, die eben aus dem Englischen stammen, weil das Ganze eben auch aus dem Englischen stammt, die ich dann vielleicht hin und wieder mal rausschmeißen werde. Und dann müssen sich die Leute, die sich wieder aufregen, wenn ich für Begriffe, für die man auch deutsche Wörter verwenden kann, englische Wörter benutze. Das liegt daran, weil ich halt in der entsprechenden Szene drin stecke. Und ein Quest-Log könnte man auch als ein Aufgaben-Logbuch irgendwie bezeichnen oder sowas in der Richtung. Ne? Aber das heißt, ich habe ein Büchlein dabei, wo halt drin steht die 10 Sachen, die ich hier so nebenher noch so erledigen soll. Ja, da hinten haben wir einen Hochsitz, habt ihr gesehen. Ich gehe tendenziell nach da und muss dann allerdings aufpassen, weil da dann irgendwann tatsächlich auch der Waldweg ist, also der gute, wo ich dann auch ordentlich Strecke machen kann, dass ich da nicht entdeckt werde. Ja, die Ortskenntnis schon zu haben, ist schon ein großer Vorteil. Das gebe ich ja zu. Also ich muss das irgendwann auch mal ohne Ortskenntnis machen. Und außerdem nicht nur ein bisschen Ortskenntnis, sondern wirklich ganz genaue Ortskenntnis. Also ja, das ist schon ein bisschen gecheatet. Interessant sind auf jeden Fall solche Schläge wie hier. Da findet man immer noch irgendwelche nützlichen Dinge. Man kann zum Beispiel, wenn man Glück hat, einen leicht ausgehöhlten Baumstumpf finden. Ist hier jetzt nicht der Fall. Oder, da ich ja kaum Werkzeug besitze und wirklich nur für minimale Schneidarbeiten ausgestattet bin, kann man hier auch Holzstücke finden, die vielleicht für irgendwelche Bauvorhaben ganz gut geeignet wären, die halt schon klein sind. Ne? Deswegen sowas hier immer eine sehr wertvolle Ecke für Ressourcen. Man kann auch Sägespäne entsprechend finden. Die sind jetzt nass. Wenn sie trocken wären, wären sie vielleicht ganz interessant. Sie wären in großen Mengen interessant, um damit zum Beispiel auch eine Plastiktüte zu füllen und Kopfkissen draus zu machen. In riesigen Mengen und bei großer Plastiktüte oder bei großer Plastikplane könnte man sich damit auch eine isolierende Bettdecke, sowas in der Richtung improvisieren. Das geht natürlich auch mit Laub. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Da ich ja aber Ausrüstung habe, unter anderem einen Schlafsack, ne, muss ich mir jetzt um das Thema Isolation wirklich keine Gedanken machen. So, eine meiner Aufgaben ist übrigens auch noch, lege 10 Kilometer zurück. Locker, gar kein Problem, hatte ich eh vor. Und finde 5 spannende Dinge und erkläre die. Locker. Auch das, glaube ich, wirklich kein Problem. So, jetzt muss ich mal gucken. Kamera nimmt noch auf. Wir machen einen Zwangsschnitt, weil irgendwann stellt die von alleine ab und ich möchte nicht, dass es dazu kommt und dann merke ich es nicht.